Sprengfallenwerkstatt des Widerstandes haben wir natürlich jetzt freigegeben, indem wir einfach eine ganz normale Werkzeugkiste angefasst haben. Ich habe keine Ahnung warum, wieso, weshalb und tralala und hopsasa. Du hast es geschafft. Ja. Unsere Leute sind jetzt auf dem Weg zu dir. Hättet ihr auch selber machen können. Wir werden die Operation im Handumdrehen wieder zum Laufen bringen. Ja, ja, macht ihr mal. Achso, ich wollte noch mal eben ein paar Medipacks kaufen. Einmal dabei bin. Waffen und so bin ich eigentlich ganz zufrieden, was so, was wir so dabei haben. Mich verlässt schon die Stimme. So, mit dem Moped geht's zur nächsten Mission. Beziehungsweise zur nächsten Quest, zur nächsten Start. Warte mal, hier ist ein Sniper, ne? Oder was? Ne, das war das Schiff. Gerade auf der Karte. Unten links auf der Karte war gerade so ein Fahrten. Hier, das Fadenkreuz, aber das ist hier, ja. Ich muss, glaube ich, schon wieder niesen. Warte mal. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich hatte mir, glaube ich, irgendwas, eingefangen. Entschuldige bitte. Alter. Oh. Ich habe, glaube ich, zu lange vor dem Ventilator gesessen. Jetzt wieder so warm war. Wow. Da ist der Sniper. Hallo. Hallo Sniper. Na. Gibt's doch nicht. Willst du mich verarschen? Wo ist der Scharfschütze? Aua. Hört auf damit. Natürlich, ein Fahrzeug auch. Ihr wollt mich doch veräppeln. Das gibt's doch nicht. Ach, man kann die dazu bringen, dass die dann auf den... Ach, wie cool. Das ist natürlich geil. Ach, die schießen dann auf den... Ach, wie geil ist das denn? Den kann man umpopeln damit. Wie cool. Aber hier war noch ein Sniper hier oben am Dach. Verdammt, wo ist der hin? Alter, was? Was? Wo? Ah, warte mal. Das Heckwerkzeug ist, glaube ich, ein neues Spielzeug von mir. Ich finde das irgendwie voll cool. Weil dann gehört er nämlich zu uns. Haha. Bevor ich den dann zerstöre. Alter, ich muss mich schon wieder heilen. Das gibt's doch nicht. Was? Was? Okay, das wird, glaube ich, ein neues Spielzeug von mir. Dieses Hacker-Werkzeug. Das ist ja geil, dass man da... Okay, das ummodeln kann, dass die Roboter für uns... Aber das hat unten im Keller nicht funktioniert gehabt, ne? Aber gut, vielleicht brauchen wir den Roboter ja auch, dass der auf uns schießt. Das ist natürlich ganz klar. Aber warte mal, kann ich denn jetzt hier... Ach, guck mal, Sprengstoff. Sprengstoff. Sind ja auch die Hacker-Dinger dabei? Mist. Wir können auch keine bauen. Chemikalien haben wir. Batterien brauchen wir. Habe ich es nicht gesagt, Batterien? Aber er sammelt ja keine. Toll. Nirgendwo eine Batterie. Kann man eine Batterie auch kaufen einfach? Ausrüstung, Equipment, Waffen, Kleidung, Aussehen? Nö. Hm. Das ist aber dämlich. Ich dachte, man kann irgendwie Batterien kaufen. Okay, also müssen wir Ausschau halten nach Batterien. Verdammt. Dann gehen wir nochmal in Richtung der Base. Natürlich, in den Kopf geschossen, er liegt nicht, ist klar. Die wollen mich auch verarschen. So. Ist der Scharfschütze immer noch da oben? Unerlaubte Zivilisten, die ne, der ist weg. An dieser Tankstelle oder keine Ahnung oder was das war. Da gibt es gar nicht mehr. Du fängst es an, die Nase zu laufen. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unglaublich. Irgendwie, warte mal. So, ah, jetzt.
Jetzt aber. Irgendwie läuft mir ganz schrecklich gerade die Nase. Ich muss, glaube ich, mal die Nase putzen. So, da müssen wir hin. Da sollten wir dann mal fündig werden, was die nächste Base angeht. So, eine Tankstelle, ne? Oder Lagerhalle? Ja, die rote Zone. Ich zeige dir gleich mal, was eine rote Zone ist. Oder eine Werkstatt oder was das ist hier. Hier ist, hier ist ein Prüfstand für Autos. Und hier ist... Diese Tür kann nur von der anderen Seite geöffnet werden. Ach, ist ja interessant. Woher weiß er das? So, hier alles durchsuchen wegen Batterien, ne? Wir brauchen ja Batterien. Werkzeug, Zigarettenpackung. Was soll ich mit einer Zigarettenpackung? Ich brauche Batterien. Batterie ist mein Lebenselixier. Oh, ein Gesundheitskit und Chemikalien, die wir voll haben. Wie komme ich denn... Alter, meine Nase. Entschuldigt bitte, wenn ich gleich durch die Nase rede, mag es daran liegen, dass sie total läuft und ich gerade noch nicht Aufnahmepause machen möchte, sondern erstmal noch ein bisschen spielen will. Kommen wir von hinten vielleicht dahin? Hä, wie kommen wir denn... Hä? Warte mal eben. Huch! Da schwebt das Handy gerade einmal mal kurz in der Hand. Ach, das wird wahrscheinlich im anderen Gebiet sein, ne? Boah, guck mal, was wir denn noch alles zu tun haben. Hier müssen wir wahrscheinlich noch was machen. Und hier. Und hier. 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, die beiden. Also da kommen wir schon mal nicht hin. An das Radio kommen wir auf jeden Fall. Und wahrscheinlich hier auch an der Dingen. Vielleicht. Ah, vielleicht ist das der letzte Scharfschütze, oder? Nee, wir haben 11 von 15, also 4 Stück noch. Ich habe jetzt mal das andere Teil markiert. Vielleicht kommen wir ja dahin. Also das Radio. Hier ist übrigens auch ein... Warte mal eben. So. Ja, such mich mal. Haben wir wenigstens das Fahrzeug zerstört? Haben wir es mitgenommen? So, ciao, Jungs. Ich glaube, die Drohne sucht mich jetzt gerade. Lalalala. Ihr könnt mich mal alle kreuzweise am Arsch lecken und mir sagen, wie es schmeckt. So, das Radio ist oben auf der Bahn oder was? Oder ist das hier auf dem Haus? Ich versuche mal hier rauf zu kommen. Ich habe nämlich die Vermutung, dass es eher hier ist, als wie da, wo der Wegpunkt hin zeigt. Wird wahrscheinlich hier ist das Radio. Genau, da oben zeigt der Wegpunkt hin. Und hier ist das Radio. Sehr intelligent. Wir haben alle schreckliche. So, 9 von 10. Ein Radio fehlt uns noch. Hey, cool. Ein Radio. Ein Unruheherd. Wir haben alle 10 Fahrzeuge. 9 von 13 Missionen. Oder diese Blitzdinger hier. Diese Wachposten. Da haben wir 9 von 13 und 11 von 15 Scharfschützen. Ah, wir sollten mal auf Scharfschützentour gehen. Achso, ich wollte, ich bin so durch. Ich wollte eigentlich mal hier das Ding markieren. Was ist denn das? Weil das sich ja irgendwie immer bewegt. Frage ich mich, was das ist. Ich dachte schon, was macht der denn da? Kann das sein, dass es das Schiff ist? Aber... Aber das können wir noch nicht. Ja, das ist das Schiff. Aber das können wir nicht abschießen. Also das ist kein... Okay, gehen wir mal dahin. Zerstörte Häuser. Achso, apropos Scharfschützen. Können wir auch mal gucken, ob wir die irgendwo sehen. Weil die werden wahrscheinlich irgendwo sitzen. Ist hier noch irgendwas drin mit Batterien? Nö, einfach leer. Hier ist noch ein Pissbecken. Jungs, hier ist... Ihr wisst schon, dass hier ein Luftschiff ist, ne? Warte mal, ich gehe mal hier rauf. Vielleicht finden wir hier oben ja eine Batterie. Oh, hier ist ja viel drin. Guck mal, was hier ist.
Kann aber irgendwie nicht aufnehmen. Ich weiß nicht warum. Nicht einmal eine Batterie. Ich könnte so kotzen. Schrecklich. Nicht eine Batterie. Nicht eine. Was? Wo? Wo ist ein Scharfschütze? Wo denn? Das ist doch kein Scharfschütze da, der Typ. Das war doch kein Scharfschütze. Na gut, machen wir mal die nächste Mission. Also die nächste Base jetzt hier. Hier ist das Schiff. Und hier vorne ist wieder ein Fahrzeug. Aber wir haben ja alle Fahrzeuge, brauchen wir das gar nicht zerstören eigentlich. Und wenn ich jetzt aber ein Hacker-Werkzeug hätte, könnte ich es hacken. Da oben sitzt ein Scharfschütze drin. Oh, wie geil. Kriege ich den von hier aus? Scheiße, der wechselt die Position. Aber gut zu wissen, dass der da ist. In dem Gebäude. Dann können wir dem mal einen Besuch abstatten. Der wird sich bestimmt darüber freuen. Und die Jungs, die da stehen mit dem Auto, habe ich... Die Jungs mit dem Auto, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das die sind, die wir hier gerade hier verscheucht haben. Das können die natürlich sein. So, hier in dem Gebäude müsste der drin sein. Da gehen wir den nochmal besuchen. Ah, guck mal an. Alter. So. Gehen wir den nochmal besuchen. Wo ist er? Ein paar Teller im Schrank. Aber ich würde gerne Wertsachen voll, natürlich. Ich sollte vielleicht mal meine Wertsachen verkaufen. Dann habe ich auch wieder Platz für irgendwas. So, wo ist Mr. Scharfschütze? Der war auf dem Dach, glaube ich, ne? Oder hatte der aus dem Fenster geguckt? Hä? Wo ist der hin? Aber der war doch hier gewesen, oder? Oder rief mich da? Hä? Na toll. Jetzt wollte ich mal ganz schlau sein und jetzt einfach mal hier... Und einfach mal spontan hier ganz klug sein und den Scharfschützen von hinten ausschalten. Von hinten? Aber nix. Die Tür öffnet sich nur von der anderen Seite. So, hier scheint irgendwie eine... Ich glaube auch irgendwie so ein Safehouse zu sein, aber ich weiß nicht, wie ich hier reinkomme. Also zumal ich bin schon drin, nur wie ich diese Türen öffnen kann. Weil da steht ja mal, die können die nur von der anderen Seite öffnen. Huch, was war das denn? Ah, da komme ich nicht rein. Und hier komme ich auch nicht rüber. Dies ist eine rote Zone. Zivilisten ist der Zugang. Ich will hier rein. Ja gut, soll mir egal sein, denn dann werde ich einfach mal von hier drüben aus anfangen zu snipern und anfangen einfach mal die Wachen auszuschalten. Wenn der hier nicht ist, der Scharfschütze, dann spiele ich Scharfschütze. Ist mir doch egal. Au! Hat er jetzt Au geschrien? Au! Oder ist der Scharfschütze? Ach, guck mal, da hinten! Jetzt ist der bestimmt da hinten am Sitzen, oder? So, Nummer 2 ist weg. Hier unten scheint auch noch nicht mehr zu sein. Ach, da. Oh, ciao. Er war jetzt nicht der Schlauste, muss man mal sagen. Wo ist denn hier noch jemand? Da auf dem Turm sitzt auch keiner. Okay. Aber... Okay. Was? Wer? Wo? Was? Warum? Weshalb? Ach, da. Achtung, hier spricht Parrish. Ich rufe einen Notstand aus. Eines unserer Lager wird belagert. Alle, die helfen können, sollten sofort aufbrechen. Unser Lager wird belagert, weißt du?
die ganze Zeit helfe ich denen und was ist, ich kriege nicht einmal ein Häkchen dafür, dass ich Golf, dass ich Golfen habe. Jetzt können sie mich am Arsch lecken, ganz ehrlich. Wollen sie ihre Scheißlager selber machen. Mache ich später. Ah, komm, weißt du was? Bin da nicht so. Ich bin da nicht so ein Mensch. Ja, ja, ja. Mein Gott, ich treffe den aber auch nicht mehr. Alter, was? Ich bin gleich schon wieder tot, ey. Gibt's da gar nicht. Mann, schieß doch einfach auf die Affenköpfe. Nein, ich bin gleich wieder tot. So. So. Verlass das Lager und verschwinde einfach von hier. Wie fehlgeschlagen. Ach komm, das ist lächerlich. Weißt du was, fick dich. Ohne Scheiß, fick dich einfach. So. Fick dich einfach, du Assi. Dann mach dein scheiß Wichslager selber demnächst. Und ruf mich nie wieder an. Und deine Mama stinkt nach Maggi. So. Deine Mama stinkt nach Maggi. Ja. Hast schon richtig gehört. Deine Mama stinkt nach Maggi. Hallo. Du hast was im Auge. Das war dumm. Das war echt dumm von mir, einfach mal da lang zu laufen. Ich habe ganz vergessen, dass ja da die Jungs mit dem Auto stehen. Naja, gut. Ach ja. Dann wachen wir hier wieder auf. Und da steht schon wieder jemand auf dem Dach. Wer ist das? Der gehört zu uns. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Huch, da flog das Handy schon wieder. Oh, nee, so weit weg jetzt. Ja gut, danke, war da lang. So. Lalalala. Vielleicht sollte ich nochmal Munition mitnehmen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Und habe ich denn noch? Ja, 4, denke ich mal. Obwohl, ach nee, komm, weißt du was, komm. Dann nehmen wir nochmal ein paar Gesundheitskit mit, wenn wir schon einmal hier sind. Ist ja kein Drama-Rama. Oh, Mr. Drama-Rama. Yeah, ich bin Mr. Drama-Rama. Oh. Mr. Bombastik. Titis aus Plastik. So. Warte mal, kann ich die hier anheuern? Die soll mal mitkommen. Kommt ihr jetzt mit mir? Folgt mir unauffällig. Warte mal, die eine habe ich nicht angeheuert. Die hier. Hallo. Wenn meine Mutter mich jetzt sehen könnte, würde sie sich... Ich halte den Rücken frei. Ja, sehr schön. Jetzt habe ich 3 Leute. Und da laufen noch mehr. Alter. Ich will die alle anheuern. Hilf mir mal. Unterstütz mich mal. Den will ich auch hier anheuern. Dann gehört er zu uns. Ach, geht gar nicht. Okay. So, komm mit. So. Boah, wie cool, Alter, guck mal. Voll geil. Jetzt räumen wir das Lager aus. Ihr werdet sehen. So. Oh, es kommt. Lol, wie die da im Trio jetzt rübergesprungen sind, wie das aussah. Ui. Hallo. Wo ist denn dein Auto hin? Oder deine Kollegen? Ah, guck mal da oben. So Leute, wir gehen glaube ich von der Seite rein, liebe Leute. Ja, wo ist er denn hin? Ich habe ihn gar nicht gesehen. So. Komm mit, Jungs und Mädels. So, wir versuchen von der Seite reinzukommen. Ich habe hier so ein schönes Sprengdingen. Los geht's, kommt rein. Warum ging das nicht? Warte mal. Geh mal eine Seite da. Granate! Ah, jetzt. Geronimo! So. Ich hoffe, die kommen hier auch rein. Da sitzen sie, ne?
Wer schießt denn hier wo? Ich habe jetzt total den Überblick schon wieder verloren. Alter, was? Guck mal da hinten. Aber mit so einer Truppe funktioniert das schon mal irgendwie viel, viel besser, hier so eine Basis einzunehmen. Geronimo! Yeah! Fährt er zu uns? Ja, nee, hä? Nee, er fährt nicht zu uns. Das war jetzt, das war sehr strange jetzt gerade. Yeah, haben wir. Jawohl. Läuft. Zerstörte Häuser. Eingenommen. Eines Tages werden wir diesen KVA-Stützpunkt niederreißen und die Häuser neu aufbauen, wie die KVA den Erdboden gleich gemacht hat. Für den Moment wird der Stützpunkt dem Widerstand dabei helfen, den Rest der Zone zurückzuerobern. Yeah. Jawohl. Sehr geil. Cool. So, ich rüste mich mal ein bisschen aus, damit hier so ein bisschen hier der Flexi in der nächsten Runde mal nicht so knapp bei Kasse ist. Und dann damit auch volle Munition und volles Leben. 7 Medipacks, schon mal gut. Volle Munition. Und ja, dann wird der Flex in der nächsten Runde, wird dann mal hier schauen, was er macht, was er tut. Ich denke mal, die nächsten Basen wahrscheinlich befreien und dann die Mission weitermachen. Die Hauptmission, die da hinten. Und ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder bei Homefront. Und ihr schaltet dann wieder ein, denn es bleibt spannend. Bis dann. Ciao.